Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, hat davor gewarnt, dass Impfgegner und Corona-Leugner in den Chats des Messenger-Dienstes Telegram zunehmend radikaler werden. Zu den Zeiten, an denen Proteste stattfänden, gebe es dort besonders viele konkrete Umsturzfantasien, erklärte Kramer dem Handelsblatt. Einerseits finde man bei Telegram Nutzerinnen und Nutzer, die ihrem Ärger auf sehr drastische Weise Luft machen würden. Andererseits würden sich in der App auch Querdenker, Reichsbürger und hauptsächlich Rechtsextremisten versammeln. Es geht also auf Telegram auch ganz klar um den Erstkontakt in die nicht-extremistische kritische Masse, um ohne großen Aufwand zu rekrutieren und zu mobilisieren, warnte Kramer. Ein großes Problem sei, dass Telegram kaum moderierend eingreife. Das ist gerade der Markenkern, mit dem Telegram unterwegs ist, so Kramer.